Mein Zimmer sieht nicht gut aus. Hey Freunde! Hey guys! Welcome back! Übrigens, ich habe meine Kamera repariert. Es sollte jetzt besser aussehen. Hat wahrscheinlich überhaupt niemand bemerkt, aber. Ich habe so viel Koffein in meinem Körper. Today werde ich einen, wie nennt man sowas? Get to know me Tag? 50 Fragen über mich. Das klingt jetzt sehr narzisstisch. Narzisstisch. Aber, I don't know. Ich glaube, es könnte interessant sein. Juckt wahrscheinlich jetzt niemanden, aber trotzdem. Hab jetzt Lust drauf. Hab Zeit, deswegen. Why not? Ich mag es nicht, dass man das alles sieht. Erste Frage. Was ist mein voller Name und was heißt mein Name? Oder was bedeutet mein Name? Also mein voller Name ist Alina Schmidt-Kreusel. Ich heiße meinen Nachnamen. Deswegen werde ich ihn wahrscheinlich auch bald ändern. Was ich tun werde, wenn ich 18 bin, denke ich. Ich habe ja keine Ahnung, was mein Name heißt. Vermutlich eine Weiterentwicklung der Vornamen Adelheid. Zweite Frage. Wo bin ich aufgewachsen? Die ersten 5 Jahre meines Lebens in Düsseldorf und dann jetzt in Berlin. Wo lebe ich momentan? Berlin. Irgendwann will ich vielleicht nach Amerika oder so. Nicht der größte Fan von Deutschland. I'm sorry. Vierte Frage. Welches Jahr wurdest du geboren? 2003. Wer war meine erste beste Freundin? Ich denke, Stina. Shoutout. Also, wir kennen uns schon sehr, 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 sehr lange. Sechste Frage. Mag ich eher Hunde oder Katzen? Definitiv Katzen. I'm sorry. Hunde sind auch toll, aber ich finde sie nicht süß, wirklich, um ehrlich zu sein. Hunde sind nicht so meins. Ich bin ein riesiger Fan von Dackeln. Was ist mein Lieblingsgetränk? Das, was ich gerade trinke. Einfach kalter schwarzer Kaffee. Mit ein ganz bisschen Hafermilch, Eiswürfel. Und früher hätte ich gesagt Energy Drinks, irgendwie so Monster Energy, aber das trifft nicht mehr auf mich zu. Was ist mein Lieblingsreiseziel? St. Petersburg. London, größter Fan, obwohl ich da nur einmal war. Madrid war sehr cool. Also man sieht größere Städte. Sorry, ich bearbeite das Video gerade und mir ist aufgefallen, ich habe vergessen, Düsseldorf zu sagen. Meine Heimatstadt. So Dörfer sind nicht so meins. Was ist meine Lieblings physische, körperliche Aktivitäten? Spazieren gehen? Workouts zu Hause? Oder ins Fitnessstudio. Ich bin nicht der größte Fan von Wandern. Radfahren mag ich sehr gerne. Wie kann ich das vergessen? Radfahren. Ich hasse Schwimmen. Was ist mein Lieblingskleidungsstück? Ich würde sagen, ein Oversized Shirt oder eine sehr gemütliche Jogginghose. Man sieht schon, ich mag es gemütlich. Aber ich mag auch sehr Crop Tops. Was ist mein Lieblingshobby oder was ist meine Lieblingsaktivität, um Zeit zu vertreiben? Netflix schauen? Das ist sehr traurig. Oder lesen? Netflix lesen. Bin ich ein guter Koch? Nein, bin ich nicht. Ich kann nur was in die Mikrowelle stellen und das war's. Deswegen, nein. Trage ich gerade Parfüm und was ja? You stupid. Trage ich gerade Parfüm und wenn ja, welches Parfüm ist es? Jetzt gerade nicht. Ich bin nicht der größte Fan von Parfüm. Ich trage eher Deo. Also ich hasse Parfüms, die nach Blumen riechen. Ich hasse Rosenduft. Ich hasse Lavendelduft. Meine Lieblingsshow auf Netflix. Ich habe mehrere. Orange is the New Black. Sehr gut. Skins. Und Sex Education. Nein, ich kann nicht vergessen. Gossip Girl. Großer Fan. Aber es ist nicht mehr auf Netflix. Aber ich weiß, es war mal auf Netflix. Tee oder Kaffee? Das ist eine ernste Frage. Was sind meine Lebensziele? Zu überleben? Aber wenn ich ehrlich bin, dann etwas zu finden, eine Beschäftigung zu finden oder etwas für den Rest meines Lebens zu machen, was mir auch wirklich gefällt. Also ich habe absolut gar keine Lust, etwas zu arbeiten, was mir nicht gefällt, nur weil ich damit Geld verdienen kann oder sonst irgendwas. Also das ist mein Lebensziel, etwas zu finden und mich mit etwas zu beschäftigen, was mir auch wirklich gefällt, aber das mir einerseits auch genug Geld einbringt, dass ich halt davon leben kann. Und Leuten zu helfen oder einen positiven Einfluss auf das Leben anderer zu haben,
in irgendeiner Art und Form an irgendwelche Bücher, die du gelesen hast, lebensverändern? Um ehrlich zu sein, ich würde sagen, nee. Ich würde sagen, das Buch, was mich am meisten beeinflusst hat, ist Anne Franks Tagebuch. Das war sehr interessant und hat halt meine Sicht auf den Zweiten Weltkrieg auch ein bisschen verändert. Frage 19. Wie schwer ist es für dich, jemanden zu vergeben, wer sich sozusagen nicht entschuldigen kann? Nicht so einfach, um ehrlich zu sein. Mir fällt es leicht, Leuten zu vergeben. Aber wer wirklich sagt, nein, es tut mir überhaupt nicht leid, dann bin ich so, okay. Ich bin dann auch nicht so sehr nachtragend, um ehrlich zu sein, ob ich den jetzt wirklich hundertprozentig vergebe. Ich würde sagen, nein. Es hängt halt auch von der Person ab und was sie gemacht hat. Wer sind meine Lieblings-YouTuber? Brittany Broski, Roe Mitchell, Verena, Curtis Connor, großer Favorit, Anya Manzer, Rachel Cantu, Click for Tess, Trinity Spurlock, Annika Osterlund, Albert. Ja, das ist so meine Liste. Welche Sprachen spreche ich und wie gut? Deutsch sehr gut, denke ich, würde ich jetzt mal behaupten. Russisch sehr gut. Englisch auch recht gut, würde ich sagen. Aber ich würde sagen, ich kann Englisch sehr gut verstehen, sagen wir so. Bin ich Single? Ja. Wir sprechen nicht darüber. Wie würde ich meinen Style beschreiben? Also so fashion-mäßig. Definitiv eher gemütlich. Ein bisschen cool in die Richtung, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt selber nicht. Ich kann ein paar Fotos zeigen, aber ich hatte schon immer Probleme damit, meinen eigenen Style zu beschreiben. Wie viele Geschwister habe ich? Benutze ich einen PC oder einen Mac? Also ich habe einen MacBook, einen gebrauchten, er ist halb Schrott. Ein PC habe ich nicht. Also beschreibe deine Augenfarbe. Ich würde sagen so Hazel, grün-braun, würde ich sagen. Was ist deine liebste Kindheitserinnerung? Definitiv all die Reisen, die ich mit meinen Eltern gemacht habe. Also mit meiner Mutter meine ich. Spanien, Teneriffa, Frankreich, London, Nordsee, Ostsee. Weil das konnte ja nicht jedes Kind erleben, deswegen sind das halt meine Lieblingserinnerungen. Habe ich irgendwelche schlechten Angewohnheiten? Ja, dass ich meistens bis 11 Uhr schlafe und um 3 Uhr ins Bett gehe. Dass ich Sachen, meistens wichtige Sachen, schnell vergessen kann. Dass ich schnell müde werden kann und manchmal wenig Energie habe. Und dann, wenn ich mit Freunden bin zum Beispiel, wollen sie halt was machen. Und ich bin so, oh, ich habe keine Lust oder keine Energie. Oder ich bin so halt Dingens, was ich aber halt nicht absichtlich mache. Dass ich manchmal schüchtern bin. Was war dein Traumberuf als Kind? Ich hatte eine Phase, wo ich Archäologin werden wollte, weil ich liebte Dinosaurier über alles. Dann war es mal für kurze Zeit Tierarzt. Noch Schauspielerin. YouTuberin? Bist du von zu Hause ausgezogen? Nein, ich bin immer noch zu Hause. Frage 31. Habe ich irgendwas jemals gefailed? Ich weiß gerade nicht die deutsche Übersetzung. Englisch auch recht gut, würde ich sagen. Oh je. Ja, sehr häufig. Dass ich nicht meinen Traumstudiengang bekommen habe. Meine Philosophie, in Anführungsstrichen, nur eine meiner Philosophien ist es, dass alles aus einem Grund passiert. Und alles hat seine Vorteile und Nachteile. Erzähl uns von deinen Familienmitgliedern. Meine Familie ist sehr klein. Meine Oma ist tot, hab sie sehr geliebt. Meine Mutter. Wir haben eine gute Beziehung, wir haben auch unsere Momente, definitiv. Aber sie ist eine gute Person, definitiv. Mein Vater. Was ist meine Lieblingsfarbe? Hundertprozentig dunkelgrün. Weiß ich meinen Persönlichkeitstypen? Ja. Ich bin höchstwahrscheinlich ein INFP. Welche Social Media bin ich, also auf welchem Social Media sozusagen bin ich süchtig? Um ehrlich zu sein, nein. Also TikTok definitiv nicht, Instagram nein. Wie komme ich mit meinen Familienmitgliedern zurecht? Mit meiner Mutter gut? Mein Vater? Was ist das größte Problem oder die größte Schwierigkeit, die du bewältigt hast? Jemandem mich mit meinen mentalen Problemen anzuvertrauen. Frage 38. Kann ich mich an meine erste E-Mail-Adresse erinnern und war sie peinlich? Ehrlich gesagt, nein. Ich glaube, meine erste E-Mail-Adresse war eine GMX-E-Mail-Adresse. Wenn du in einer Stadt oder einem Land leben könntest, was würdest du nehmen? Wenn auch so letztes und vorletztes Jahr war ich immer so, oh, London wäre so meine Traumstadt. Aber ich weiß nicht, weil es dort sehr teuer ist. Sonst würde ich denken, vielleicht so Amerika, also
Im Sinne von USA oder Kanada. Ich weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dort zu leben. Vielleicht eine größere Stadt, so vielleicht irgendwie Texas oder sowas, glaube ich, wäre ganz cool. Was ist auf meiner Bucketlist? Einen Freund zu bekommen? Das war's. Wie groß bin ich? Also 166, sagen wir so. Ich wünschte, ich wäre größer. Wer ist meine Inspiration? Ich würde sagen, entweder Frida Kahlo oder The 1975. Was sind meine besten Qualitäten oder Charakterzüge? Ich kann sehr gut zuhören. Ich stimme allen meistens zu. Ich bin niemand, der Diskussion anfängt. Ich versuche offen zu sein, definitiv. Was gefällt mir am meisten an meinem Aussehen? Vielleicht meine Haare, weil sie dick sind, aber... Okay, Frage 45. Wir nähern uns dem Ende. Was ist meine größte Angst? Ich denke vielleicht von niemandem gemocht zu werden irgendwann. Obwohl ich weiß, dass es wahrscheinlich nie passieren wird, aber trotzdem. Oder zu ertrinken. Darüber habe ich Albträume. Was in deinem Leben hat für dich die meiste Courage gebraucht, um es zu machen? Ich glaube wieder jemanden, das habe ich schon erwähnt, aber ich glaube jemanden von meinen mentalen Problemen zu erzählen. Ja, das hat mich viel Überwindung gekostet, weil ich eigentlich sehr verschlossen bin. Oder generell mich zu öffnen zu Leuten. Über meine eigenen Probleme zu reden, weil ich das eigentlich nicht mag. Oder eher vermeide. Weil ich denke so, ja, wen juckt's eigentlich? Wer ist die erste Person, die du anrufst, wenn etwas Spannendes oder sehr Schlimmes passiert? Ich denke meine Mutter. Was ist das letzte Kompliment, das du bekommen hast? Ich glaube, entweder irgendwas wegen meinem Outfit oder meinen Augenbrauen. Ich bekomme häufige Komplimente von Mädchen wegen meinen Augenbrauen. Was ich nicht verstehe, aber danke. Also wenn ich Komplimente kriege, dann bin ich so, mein ganzer Tag ist gebessert worden. Vorletzte Frage. Was ist etwas, wo du wünschtest, du wärst mit der Fähigkeit geboren, dies gut zu tun? Oder? Extrovertiert, definitiv. Selbstbewusstsein? Also definitiv sowas. Ich beneide Leute, um sowas, um ehrlich zu sein. 5 Sachen, die meinen Tag besser machen. Kaffee, Make-up. Also wenn ich Make-up, ein bisschen Make-up drauf mache. Freunde. Wenn ich etwas auf eine To-Do-Liste setze und es dann auch wirklich mache, besonders wenn es eine schwierigere Sache ist. Wenn ich wenigstens ein bisschen Zeit an der frischen Luft verbringe. Oder wenn ich eine gute Sache für jemanden machen kann. Ich glaube, das war's. Ich hoffe, das war ansatzweise interessant. Ich weiß, ich habe jetzt sehr viel über mich selbst geredet, was eigentlich nicht meine Intention ist hier. Oh. Danke fürs Schauen. I just wanna be. Appreciate it. I love you. Habt noch einen schönen Rest des Tages. Passt gut auf euch auf. Bis zum nächsten Mal.